Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Bratz, hier aus dem Showroom bei Trilux. Und heute geht es um das Thema Services. Und zu dem Anlass habe ich mir den Experten, den General Manager der BU Lighting Solutions and Services, Uwe Graf, geladen. Uwe, schön, dass du da bist. Hallo Christian. Uwe, was sind denn die Highlights im Bereich Services? Die Highlights im Bereich Services sind eigentlich Themen, an denen wir zum Teil schon lange, zum Teil auch noch nicht ganz so lange arbeiten. Wir haben vor Jahren schon damit begonnen, unseren Kunden Dienstleistungen rund um das Thema Licht anzubieten. Mittlerweile gehen wir auch über das Thema Licht hinaus in den Bereich der digitalen Services. Und da haben wir schon das eine oder andere Highlight zu bieten. Lass uns mal auf die Details gehen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durchführen. Worum geht es da genau? Natürlich. Trilux bietet eigentlich geclustert in zwei Bereiche Services an. Zum einen die sogenannten Enabling Services. Das sind Dienstleistungen, die unsere Kunden in die Lage versetzen, mit sehr wenig Aufwand bis hin zu völlig ohne Investition, eigene Investitionen und eigene Mittel, unsere Beleuchtungsanlagen zu nutzen. Und zwar in allen Applikationen, egal ob Industrie, Office oder Retail. Das sind Dienstleistungen wie Installationsservices, wo wir mit Partnerunternehmen, mit Installationsunternehmen zusammenarbeiten, um dem Kunden die Beleuchtungsanlage zu installieren und die alte zu entsorgen. Aber das sind eben auch Finanzierungsdienstleistungen. Begonnen haben wir damals mit den Standarddienstleistungen im Bereich Finanzierung mit Leasing und mit Mietkauf. Mittlerweile sind modernere Modelle dazugekommen, insbesondere Light-as-a-Service-Modelle, bis hin zu unserem neuesten Thema Pay-per-Use. Und dann gibt es den Bereich der Services Beyond Lighting, die also nicht notwendigerweise unmittelbaren Bezug zum Licht haben, die allerdings die Lichtinfrastruktur nutzen. Denn wir haben mit dem Thema Licht im Gebäude Power in Position. Wir sind mit Beleuchtung überall vertreten. Wir haben überall Energie und das nutzen wir für die Devices, die benötigt werden für die digitalen Services, die wir anbieten. Vor 2 Jahren sind wir da mit dem Thema Monitoring an den Markt gegangen. Monitoring unserer Beleuchtungsanlagen unter allen Aspekten, angefangen vom Energieverbrauch zur Raumnutzung bis hin mittlerweile zur Raumauslastung. Das kann man über unsere Monitoring-Dienstleistungen sehen, wie intensiv wird ein Raum genutzt oder eben nicht. Und daraus dann die entsprechenden Rückschlüsse ziehen, wie eine Immobilie vielleicht optimiert verwendet werden kann, um damit letztendlich dann auch Kosten zu sparen. Dann sind wir vor einem Jahr mit dem Thema Location-Based Services an den Markt gegangen. Wir bieten in diesem Zusammenhang Dienstleistungen an, die insbesondere sich beziehen auf das Verfolgen von Gütern oder Produktionsmitteln, das sogenannte Asset Tracking, insbesondere im Bereich der Industrie, aber durchaus auch im Bereich Office anwendbar, denn so ein Asset kann natürlich auch ein Kollege sein, den man sucht und in einem großen Bürokomplex nicht so ohne weiteres findet. Dazu kommen dann Proximity Information, die Information, die ortsgebunden übermittelt wird. Man betritt ein Gebäude, kommt zu einem bestimmten Punkt und bekommt eine Information auf sein mobiles Device gespielt, mit der man dann sich weiter orientieren kann oder erfährt, dass in der Kantine heute ein besonderes Angebot geleistet wird, was auch immer der Kunde dafür die relevanten Informationen hält. Bis hin zur Indoor-Navigation, das heißt das Navigieren innerhalb eines Gebäudes mithilfe unserer App und den Location-Based Services. Die Themen, an denen wir jetzt gerade arbeiten, wo wir auch schon die ersten Schritte hinter uns haben, ist Multisensorik, also insbesondere im Office-Bereich, Sensoren einzubinden in unsere Systeme, in unsere IoT-Plattform, über die wir das alles laufen lassen, die in der Lage sind, raumklimatische Daten zu erfassen, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, flüchtige organische Verbindungen oder auch CO2, um dann daraus im Zusammenwirken mit der Gebäudeautomation Aktionen der Gebäudeautomation zu triggern, die dann automatisiert das Gebäude steuern. Einfaches Beispiel, die Sonne steht tief, im Raum ist es warm, also geht die Heizung aus, die Klimaanlage an und die Jalousie runter. Und das ohne, dass irgendjemand eingreifen muss. Wobei man natürlich immer sicherstellen muss, dass man auch eingreifen kann, denn in der Regel wollen Mitarbeiter schon ein gewisses Maß an Kontrolle über den eigenen Raum erhalten. Viele, viele Themen, Themen, an die man vielleicht gar nicht im ersten Moment sogar denkt, wenn man über Beleuchtung nachdenkt. Vielleicht kannst du als Experte mal einen Tipp geben, für wen vielleicht welche Services sind, vielleicht auch für welchen Bereich, dass du, ja, ich sag mal, so ein bisschen da durchführst, mal guidest, für viele neue Themen. Ein weiteres neues Thema, das insbesondere im Bereich Einzelhandel eine hohe Relevanz hat, gerade in den Zeiten von
erhöhten Herausforderungen, wie wir sie momentan sehen, ist das Thema People Counting. Mhm. Wir haben vor kurzem das Unternehmen CrossScan akquirieren können. Das gehört jetzt zur Trilux-Gruppe und CrossScan ist in diesem Bereich spezialisiert, bietet Lösungen an, die wir als Trilux-Gruppe zum Kunden transportieren, die es dem Einzelhändler ermöglichen, zu erkennen, wie viele Menschen bewegen sich gerade auf seiner Fläche, kann er noch weitere zulassen oder sollte er einen Stopp einfügen. Dieses People Counting lässt sich für verschiedene andere Themen natürlich auch noch darüber hinaus verwenden, zum Beispiel für Kassenschlangenmanagement und ähnliche Dinge. Das Thema Asset Tracking ist sicherlich vor allen Dingen im Bereich Industrie, Logistik, vielleicht auch noch große Einzelhändler wie Bauhausketten oder sowas geeignet. Im Bereich Office sehen wir natürlich vor allen Dingen die raumklimatischen Daten, die Multisensorik bis hin zu Raumbelegungsmanagement, was über unsere Dienstleistungen abgebildet werden kann. Wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, yo, ich habe eine Beleuchtung, ich plane gerade was Neues, ich habe eine existierende Beleuchtungsanlage, ich kann ja die Orte, du hast eben gesagt, der Beleuchtung ja nutzen, wie kann Trilux da helfen, jetzt genau diese neuen Ideen, diese Anregungen, ja, dass er mehr Informationen kriegt, aber auch die Dinge natürlich dann umsetzen. Ja. Wie funktioniert das genau? Natürlich kann der Kunde erstmal überhaupt sich über diese Themen informieren, indem er seine Ansprechpartner nutzt, die er aus der Trilux-Organisation kennt. Wir sind ja, was unsere Außendienst-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, bestens aufgestellt. Dann gibt es den Weg über die Homepage. Das hier ist der Bereich Service unserer Homepage, wo man all diese Dinge nachvollziehen, nachlesen, sich informieren kann, um dann eben auch über die angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung zu treten. Und wenn man das Ganze hinterher umgesetzt haben möchte und es sich um große, komplexe Themen handelt, dann gibt es auch den Bereich Projektmanagement innerhalb unserer Business Unit, der dazu da ist, genau das zu tun. Verschiedene Gewerke zu koordinieren, Licht mit den Services, mit Installationsdienstleistungen, mit Kommissionierung, Inbetriebnahmen bis hin zur Wartung am Ende des Projekts, in der Projektrealisierung dann zu übernehmen und darzustellen. Uwe, vielen, vielen Dank. Das sind ganz, ganz viele spannende Themen, die wir da gehört haben. Natürlich haben wir noch tiefergehende Informationen für Sie hier verlinkt. Alle Details finden Sie also dort, auch in weiteren Videos. Und deswegen freuen wir uns, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.